Wir könnten natürlich auch mal schauen, was wir wirklich alles brauchen noch. Das wäre natürlich noch besser. Weil ich glaube, blaue müssen wir sowieso auch sammeln. Ja, Gunther hat der Schmiedemeister. Ich sage jetzt nichts dazu. Ach ja, schön, wenn die Schmiede voll ist. Schmieden. Wir könnten natürlich auch Waffen, die wir haben, weiterentwickeln. Wir wollen Schwert, Axt oder Morgenstern. Wir wollen... die Axt ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Wir wollen einen Morgenstern. Aus Arcanium. Gunther, wach auf! Es gibt Arbeit. Fügt Gegner mehr Schaden zu. Genau, das war wichtig. Filtere Waffen mit Feuermagie. Also haben wir Feuermagie drin. Okay, davon brauchen wir auch garantiert 100. Erzielt mit einem Kraftschlag mehr Schaden. Das ist weniger wichtig. Tränkt eure Waffe mit zusätzlicher Schlagkraft. Das heißt, wir brauchen braune, rote und blaue primär. Okay. Arcanium-Rüstung. Die wäre sogar ohne Vasallen schon ziemlich heftig. Die schmieden wir jetzt einfach mal mit 100 braunen. Wir müssen sowieso noch weit mehr farmen. Das ist, der Schmelzofen muss angeheizt werden. Ach ja. Dann springt mal schön rein. Ja, das sind wirklich 100. Und die Rüstung sieht plötzlich komplett anders aus. Dies ist eure Waffenkammer, Herr. Hier könnt ihr Rüstungen und Waffen aufbewahren. Ja, schon etwas mächtiger hier. Der Schmelzofen muss angeheizt werden. Da ist wirklich Feuerschaden drauf, ernsthaft. Nice. Habe ich total verplant, dass ich da Feuerschaden drauf gemacht habe. Meister der Arcanium-Schmiedekunst. Aber allein die Verbesserung von Stahlrüstung auf Arcanium-Rüstung ist godlike. Dass dann noch zusätzlich jetzt 100 Vasallen drinnen liegen, ist halt Bonus. Und wie gesagt, mit dem Schäfchenfarmen hier geht es eigentlich relativ schnell. Auch mal auf YouTube gesucht, was man eigentlich so findet, wenn man Let's Play Overlord sucht. Viele Leute mit 1000 bis 10.000 Abonnenten. Und ich kam mal irgendwo auf Seite 10 oder so rum. Es ist halt nicht viel gesehen, das Projekt, was ich sehr schade finde. Weil gerade die Story-Parts am Anfang sind halt relativ cool. Ja, das Farmen jetzt ist nicht so unbedingt spannend. Was würdet ihr gegen das Overlord tun? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Das wäre wirklich ganz spannend. Ja, bitte, wir haben schon wieder fast genug Schergen zusammen. Ist doch ganz cool.
Ich bin halt echt planlos, man kann halt echt die Bogensprüche. Ich muss auf die letzte Folge auch irgendwie draufschreiben, dass es eine reine Farming-Folge ist. Weil das Schmieden haben wir jetzt auch schon in der zweiten Folge der Aufnahme hier jetzt gemacht. Von daher. Wenn man es nicht zum Einschlafen wird, ist das jetzt, glaube ich, wirklich weniger spannend gewesen. Noch 27.110. Zweimal noch. Damit ich auch Reserve habe. Aber eins wollte ich noch ausprobieren. Irgendwo hängt ein Scherbe fest, okay. Ach da. Weil wenn das Ding Feuerschaden hat und ich schwing das hier im Feld. Okay, fängt das nicht an zu brennen. Schade. Zweimal noch, dann müssten wir ca. auf 200 Vasallen sein, dann haben wir 100 zum Schmieden und nochmal ca. 100 übrig. Was ganz cool sein sollte. So, wir sind jetzt schon auf 120, okay, 100, ja, 124. Solide, solide. Mit dem drüben müssten wir auf ca. 140 kommen. Wenn wir dann mit dem nächsten Lauf nochmal auf 180 kommen, sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Vielleicht theoretisch sogar 150 reinschmeißen. Ich kann ja später immer wieder die Waffen aufrüsten, falls wir nochmal was brauchen, aber... Okay, wir sind tatsächlich viel weiter, als ich gehofft habe. Wir sind jetzt auf 150 von 140, die ich gehofft habe. Das ist nice. Und das Ganze noch einmal und dann haben wir es. Da brauchen wir nur noch ein paar rote. Und ein paar blaue. Wobei die blauen werde ich vorerst nicht verschmieden, die werde ich einfach so brauchen. Und mit 6 blauen ist das, ehrlich gesagt, ist das sehr mager.
Artefakt von da unten habe ich aber schon. Ja, habe ich nicht. Ich glaube, das suche ich auch in jeder Folge, oder? Also in jeder Aufnahme, nicht in jeder Folge. Dann stellen wir die zweite Folge auch eine fast reine Farming-Folge. Ja, weißt du. Die könnte ich doch irgendwie Farmville-Simulator nennen oder so. Das war gerade nicht schlecht. Ist das ein Clickbait? Dann mal weiter im Klartext. Nehmen wir sie raus. Ich glaube, die Arcanium-Waffe müsste allein schon stark genug sein, um die Dinger zu one-shotten. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. 160, ja, das ist ganz gut so. Hinten sind auch noch mal welche. Ja, wir sind fast an 200 dran. Das ist ganz gut so. Ich überlege gerade, ob ich nicht nochmal neu lade. Obwohl, ich muss ja durch die Stadt in die Feuerlande, von daher... Ich brauche nicht viele Rote, ich habe über 100 Rote. Da reichen, glaube ich, 50 oder so, um den Feuerschaden zu erhöhen. Aber ich muss halt mit Roten reingehen, weil sonst endet das Gulasch. Ihr habt uns befreit, danke! Ich möchte so sein wie ihr. So böse, niederträchtig und gemein möchtest du sein? Okay. Weil es Spaß macht. Hier hat auch noch irgendwo Schäfchen. Ach, da hinten, genau. Und hier geht's in die Feuerlande, genau. So. Diese Halblinge sind nur halb so groß. Dafür machen sie doppelt so viel Ärger. Ach, stehen geblieben, Schäfchen. Bleib doch da. Nur ein toter Halbling ist ein guter Halbling. So, ausgebäht. So. 90. Ihr und eure Kreaturen habt uns viel Arbeit erspart. Oh. Dann halt so rum. Auch schön. Das Problem ist, dass ich den anderen Feuerzauber nicht ausbilden würde, der liegt auf F9. Der startet und beende ich die Aufnahme. Das Portal hier. Hier muss irgendwo das Feuerportal noch rumgammeln. Okay, da vorne. Theoretisch müsste ich auch allein kriegen können. Nein, ihr seht, die Dinger machen mir jetzt kaum noch Schaden. Die haben mich früher geplättet. Das war echt schlimm. Oh. Ja. Kommt aber schon in Reichweite. Wie stark wir die Käfer früher zugesetzt haben, das ist jetzt alles weg und vorbei. Haha. Noch mehr Käfigchen. Hey. Also geben die. Achso, das sind die Kafferkäfer. Kein Mana hier. 114.